Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. So, jetzt machen wir Girls Day, Mause und ich. Wir machen eine Kaktusfeigenvermehrung, weil wir diese ganzen Lappen aus Hurghada haben, die werden wir vermehren. Ne? Und dazu brauchen wir die Mausi, zwei Girls, sie und ich. Jonas gehen dann Zimmer durchs Hausarrest. So ist es. Die friert schon, die Mausi. Ja, Schnupfen hat sie auch. Und wir brauchen ein scharfes Messer. Hier, scharfes Messer, bitteschön. Und dann geht's los. Hast du Bock? Ja. So, was brauchen wir dazu noch? Diese Dinger. Übrigens, es ist nachts. Es ist kalt, die Mause sagt, es ist ihr kalt. Wenn man sich bewegt, wird's warm. Komm, nicht schwächeln. Leere Elbi, was heißt das auf Deutsch, Mause? Ich kann wieder kein Deutsch. Blumentöpfe. Genau, leere Blumentöpfe. Ein Eimer Sand, den holen wir gleich. Und Kaktusfeigen, die werden hier nichts. Die muss man extra machen und die werde ich jetzt halbieren. Das ist auch nicht gut, dass ich die ganze Zeit hier gieße, sonst geht mein Acai, der Turm wird hier ganz matschig. Und so oft müssen wir die auch nicht gießen. Ne? Jetzt habe ich mich schlau gemacht. Die Grillen. Man hört's. Mahmoud ist bei einem Wajib. Ach, sein Auto hat er auch gewaschen. Mhm. Hier einmal. Ach so, hier ist der Sand. Oh, schon vergessen. Der Sandplatz. Einmal Sand holen. So, aber ohne Steine. Oh, ist der noch warm vom Tag. Siehst du mal. Mausi, kommst du? Was ist denn das für eine Girls' Night hier? Girls' Night? Ne? Stimmt, das ist kein Day Girls' Night. Das ist nicht. So. Der Halak von der Silja, der Gold, hat es hier im Sand verloren. Und Amani hat gesagt, das hat Silwan erzählt, wer den Ohrring findet, bekommt 10 Pfund. 10 Pfund? Na, sagst du, wenn wir den Ohrring verkaufen, kriegen wir mehr. Was ist? Krumfussi. Krumfussi Fern. Das ist ein Krumfussi. Guck mal, der hat noch Mehl am Kopf. Also. Jonas will Oda. Ein Babyboss. Ein Babyboss. Wo ist er? Da hinten. Bei dem Stein. Da, guck mal. Solche Dinger kriegt er vom Kölle so. Baby. Frisch geschlüpft. Sind die goldig, du. So ein Gecko. Hallo. Hübscher. Ja, ich würde ihn am liebsten fangen, aber der hat bei uns kein schönes Leben. Da. Lauf hier rum. Run free, Habibi. Guck mal. Goldig. Jetzt, Leute, in Ägypten ist die Erde sehr lehmig. Ne? Und deswegen tun viele Gärtner Sand beimischen, damit das ein bisschen lockerer wird. Die ganze Geschichte. Ja, und besonders diese Kakteen, Sukkulenten, die wollen einen sandigen Boden haben und da können wir jetzt einen großen Lappen reinsetzen. Und ich weiß halt nicht, wann die Früchte kommen, aber das Gute ist, man muss die nicht gießen. Gar nicht. Ich setze die ein, mache die Erde nass und besprühe die vielleicht einmal im Monat oder so. Gucken wir mal. Kommst du mit, Mäuschen? Ja, eine Minute bitte. Hier ist es irgendwie weiß. Ich glaube, das verschimmelt oder so. Ja, schimmelig. Komm. Das war nichts. So. Jetzt, guck mal. Das da, ich weiß nicht. Für mich sieht es schon. Das können wir mal abschneiden. Was sagst du? Sollen wir den. Ach, das ist doch. Der ist doch tot. Das arme Ding. Was riecht so? Na, das. Das hat so einen komischen Geruch. Ich weiß, also ich glaube, der ist auch nichts. Das definitiv, das ist was. Ist auch nichts. Aber wir tun die trotzdem mal reinstecken. Man weiß es nicht. Das hier zum Beispiel würde ich gerne probieren. Ob das noch was wird. Was meinst du? Boah. Und die haben richtige Dornen.
Da muss man aufpassen. Und in diesen Stacheldornen sind Widerhaken. Die tun sich dann richtig auf die Haut. So. Der Lappen. Das ist echt ein Putzlappen, du. Perle neu. Ah. Na, der ist noch. Da ist noch was. Da werden wir schneiden. Das da ist Halas. Ciao, Bello. Tut mir leid. Da sind noch nicht mal die Stacheln mehr gut. Die sind so fettig. Ja, da ist halt nicht gegossen worden dort. Jetzt bringen wir noch einen toten Kaktus ins Dorf. Wir sind auch Deppen, ey. Egal. Wir haben es versucht. Und den lassen wir aber hier so wahrscheinlich, oder? Gucken wir mal. Wie sieht das aus? Was sagst du, Mausi? Wird das was? Keine Ahnung. Ah! Ja, die sind seit Monaten nicht gegossen. Die sind doch von alleine gekommen, also wird die auch niemand gießen. Ja, die sind ja da in der Wüste. Hier, das sind Babys. Heidelei. Ja, den muss man radikal kürzen, ne? Weil das Problem ist, der nimmt ja auch die Feuchtigkeit und dann... Also, jetzt haben wir den frisiert, du. Die Kaktusfriseurin. Kadiga, die Kaktusfriseurin. Hast du noch etwas Haarshampoo, damit man die Haare wäscht? Noch eine Kopfmassage. Hier, und das ist auch noch ein Lappen, den schneiden wir ab. So, dann ist der Lappen ein Osterhase. Ah, guck mal, ein Osterhase. Ich geh mal nach hinten. Das ist ein Haas. Also, jetzt halt weißt du Bescheid. Hier, Asaya, Nadel, wie heißt er, der Dieter, und das ist der Haas. Also, dann bringen wir mal die Dinger her. Tu mal. So, meine Lieben, jetzt sieht es echt aus wie so ein Haas und vor allem die gewölbten Ohren, ne? Cool. Ja, und jetzt, das reicht jetzt. Jetzt muss ich auch nicht mehr gießen. Das lasse ich jetzt so. Weil das sieht gesund aus. Aus denen wird noch was. Und jetzt gucke ich halt hier, was noch gut ist. Aus diesen kaputten, der hier scheint mir noch okay zu sein. Das ist kurz vorm Verrecken, aber das können wir noch benutzen. Die kommen wieder. Weil die sind ziemlich, also der da nicht. Der, upsala. Das glaube ich, der Lappen ist Schralas. Der ist, ich habe mich gerade voll gestochen. Guckt, Leute, das ist eine Waffe, du. Das ist eine richtige Waffe. Und da beißt man auch immer. Kennt ihr das? Wenn ihr blutet, dann müsst ihr noch drauf beißen, dass es noch mehr blutet. Aber das ist gar nicht schlecht, weil dann tut man die Giftstoffe ausschwemmen mit dem Blut, wenn man sich auf die Wunde beißt. Hab ich so die Idee. Ja, jetzt habe ich die Tontöpfe da raus und machen wir weiter, Mausi. Magst du die schneiden? Jetzt nehmen wir die guten. Guck mal, das ist eine gute. Das da. Das sieht gut aus. Nimm das mal genau so. Guck, nimm es mit. Meine kleine Gärtnerin. So, ich schmeiß mal rüber. Kein Respekt vor der Vieh, vor dem Zeugs. Also das, keine Ahnung, das sind die ich denke, das wird nichts mehr. Das sind Lappen. Na, schreibt mal in die Kommentare, die kann ich ja trotzdem noch. Guck mal, den da unten nehmen wir noch. So. Die noch ein bisschen Feuchtigkeit drin haben, die benutzen wir. Und die restlichen, die... Da ist auch noch einer, der gut ist. Ganz das kleine Baby vorne, das ist noch gut. Alles andere. Ja, auch hier ist, guck mal, das ist gut. Das ist halb gut und das da unten, das ist nimmer gut. Schmeiß ich rüber. Da machen wir die ganzen Töpfe voll mit den Sachen. Und inshallah, in 10 Jahren, wie der Baba immer sagt, kriegen wir irgendwas zusammen da. Komm mal, das probieren wir mal, diese Lappen. Die können wir mal probieren. Das sind so Müllsachen. Die können wir dann irgendwie mal, wenn wir noch übrig haben, stecken wir die zusammen. Und hier habe ich einen, den habe ich nämlich vergessen. Oh nee, den habe ich wieder reingesteckt, genau. Guck, genauso ist es nämlich. Du steckst das rein und dann kriegt der hier ein Baby. Schaut. So wächst's. Den lasse ich jetzt noch 1-2 Jahre und das ist auch so einer. Guck, auch so ein Steckling. Hier genauso hingesteckt, kommen, wachsen die hoch. Ja, also hier ist, ich glaube, der ist am Ende. Ja, das kann ich vergessen. Yalla, Khalas.
Ja, den habe ich vergessen einzuschneiden. Den können wir weg rausnehmen. Aber, ne, ah, da habe ich auch noch. Guck, und hier. Ah, der ist auch noch. Guck mal, wie schnell. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist neu gekommen, Mausi. Der da. Die zwei, das habe ich reingesteckt. Und das, glaube ich. Und das ist neu gekommen. Also jetzt haben wir hier auch von diesen Ablegern. Ah, und hier, den haben wir, genau, den Lappen haben wir auch reingesteckt. Gucken wir mal. Dem Christusdorn gefällt es ja nicht. Aber Mahmoud hat mir ja einen neuen geschenkt. Das hier darf man gar nicht mehr gießen. Jetzt lassen wir das genau so. Ein, zwei Monate nicht gießen. Vielleicht ein Christusdorn ein bisschen und das war's. Na, das wurde übergossen. Gut, du hast das Messerle. Weiter geht's. Kann ich schneiden? Natürlich. Schneid dir aber nicht in die Hand. Das sind die Stecklinge von der Mausi. Wir haben es versucht, hat nicht geklappt. Nächstes Jahr, nächstes Mal. So, dann schneid du mal. Such du mal dir die guten aus. Pass aber auf, die Stacheln bitte. Hier sieht die gut aus. Warte mal, guck mal da unten, die Mutterpflanze. Die können wir zusammenlassen. Warte. Guck mal, da kannst du genau so abschneiden. Ach, komm mal, ich muss zu dir kommen, warte. Schau mal. Guck mal das Ding an. Das ist gut, das ist gut. Und hier fängt es an, schlecht zu werden. Oder? Ich würde es hier abschneiden. Genau hier. Und das in die Erde stecken und dann kommt es hier weiter. Und das kann man dann auch noch in die Erde. Hier würde ich auch abschneiden und das in die Erde stecken. Dann wächst nämlich hier was und da, weil hier ist noch Saft. Weil wenn wir das hier machen, dann... Nee, also wir machen aus dieser Pflanze zwei. Das schneidest du einmal hier ab und einmal hier ab, okay? Weil hier kommen dann neue. Von der, da ist die Kraft. Verstehe ich. Und das ist im Boden dann. Und das können wir auch, genau hier schneiden wir auch nochmal ab, weil hier ist auch nochmal Kraft. Glaube ich, bilde ich mir ein. Was sagst du? Naja. Naja, wir wissen es nicht. Das erste Mal, komm, da, das ist schon, hat sich schon erledigt. Das... Dann leg mal los, Mausili. Von hier? Bisschen weiter höher. Höher? So? Ja, genau. Perfekt. Richtig. Super. Und jetzt genau von da. Perfekt. Ist ein gutes Messerle, gell? Und jetzt? Was sagst du? Sollen wir es so lassen? Nee, komm, mach hier nochmal. Das ist blöd. Au. Hier, genau hier. Guck dir mal die Dornen an. Ja, ich weiß. Das sind richtige Dinger, du. Hier, so ein Dorn ist mir rein. Ja, siehst du, bei den ersten zwei war es richtig cool. Jetzt. Kann ich auf den Boden drücken. Das ist nicht so schlimm, wenn das ein bisschen staubig wird. Halas, jetzt haben wir die Schnitzel. Das sind richtige Schnitzel. Okay. Dann machen wir weiter. So, das haben alte, diese Pflanzen, die Enten gefressen haben. Die haben noch Wurzeln, die will die Mausi noch ins Glas tun. Vielleicht kommt da noch was raus ins Wasserglas. Schauen wir mal. Also ich wollte es wegschmeißen, sie probiert es. Schau, das haben wir jetzt zusammen gemacht, die Mausi und die Mami. Also die haben wir jetzt einfach so reingesteckt. Hier, das ist ein Kaktusgarten. Einfach mal probieren. Guck mal, hier ist einfach mal so ein Ding reingesteckt. Einfach beobachten, kommt was, kommt nichts. Das ist reingesteckt. Na, die tun sich gegenseitig beschweren, so ein bisschen. Hier ein, ja, bisschen locker in der Sanderde. Jetzt wird das Ganze gegossen und dann lasse ich das so, ne? Und das, die stecke mal draußen. Dort, wo Persim nicht wächst, da stecke ich es einfach rein und schütt Sand noch. Und dann gucken wir, was passiert, weil da wächst ja eh auf der Wiese nichts. Dann können wir ja wenigstens, das ist natürlich jetzt viel Wasser, aber das bleibt... Das ist das einzige Mal, dass ich jetzt gieße und dann lasse ich das ein paar Monate so. Na, wir gießen das nicht mehr. Einmal voll machen, damit's. Und dann schauen wir. Ist vielleicht jetzt zu viel des Guten. Aber die sind auch sauber. Die sind auch sehr ausgetrocknet. Von Hurghada. Upsala. So viel wollt ihr nicht. Das sind zwei. Die werden gleich ertränkt. Ja, das fließt dann ab sowieso. Ne? Guck mal, da ist schon weg. Alles klar. Und die Lappen schmeißen wir weg, aber die stecken wir draußen noch rein und schauen einfach, klappt's oder nicht. Ja, was sagt ihr? Wird es was oder nicht? Was sagst du, wird es was?
Ich glaube, es wird. Es wird. Die Hogada-Zucht. Dann können wir Feigenkaktus essen. Schauen wir mal. Tinshuki auf Arabisch. Jetzt, Leute, wir haben uns entschieden, wir machen das am Aloe Vera Garten. Mal hochzeigen, wo wir sind, dass die Leute sehen. Hier im Garten. Einmal aufgehabt. Mitten in der Nacht. Sand geholt. Ne? Wegen der Lockerheit, weil das ein richtiger Lehmboden hier ist. Ein bisschen Sand machen. Dann mischen wir das Ganze. So. Leute können in Deutschland das auch machen. Ich weiß nur nicht, ob man die ernten kann. Ob man da. Aber die brauchen halt viel Licht. Aber ich glaube, man kann das auch im Garten mal versuchen oder auch zumindest im Gewächshaus. Weil hier werden auch, in der Wüste werden auch manchmal Minusgrade und die überleben. Ne? So. Die tun wir alle nacheinander reinstecken, als ob nichts ist. Okay, so. Halas. Guck mal. Einmal so zuschütten und dann nicht mehr gießen. Einmal gießen und dann fertig. Ja, manche kommen, werden kommen und manche nicht. Das sind halt die Abfälle. Jetzt probieren wir einfach aus. Ist doch egal. Hier, da ist tiefer. Machen wir hier. Au! Ja, da blute ich jetzt. Alhamdulillah. Am Boden oder am Kaktus? Ich hoffe, dass da mich nichts gestochen hat. Was? Ah, super. Nur der Limon, kein Skorpion. Ja, weiß man's. In der Nacht da rum. Wenn du zwei Stiche siehst, dann wird's gefährlich. Was heißt es dann, Mausi? Eine Schlange. Ja. Dann musst du schnell reagieren. Was passiert dann? Was würdest du jetzt machen, wenn die Mama gestochen wird? Gebissen wird von einer Schlange. Ich würde schreien, Baba, komm. Baba ist nicht da. Baba ist auf dem Wajib. Wie immer, wenn was passiert, ist er nicht da. Ich schreie dann immer, Mahmoud! Und Allah nicht da. Okay, und dann, was machst du dann? Dann rufe ich nach der Nura und der Oma und sage, meine Mama ist von der Schlange gebissen worden, kommt schnell gucken, rennt schnell. Und dann ruft die Nura den Hammam an, dass er dich zum Arzt bringen soll, wie immer. Genau, weil der ist derjenige mit dem Auto bei uns. Die anderen haben kein Auto. Und der muss dann fahren. Der ein Auto hat, der muss zum Arzt bringen. Und aber wir müssen schnell handeln, weil in einer Stunde dann... Ich glaub, weniger. Ende. Ende Gelände. Dann ist rum, dann ist Schluss mit lustig. Dann machst du den Kanal weiter. Meschi? Okay. Aber ich hoffe, es passiert nicht. Natürlich. Das hoffe ich doch, dass du hoffst, dass mir sowas nicht passiert. Sieht natürlich jetzt nicht so schön aus, aber wenn ihr mal überlegt, so in ein, zwei Jahren, wenn das dann so hoch ist und dann kommen hier die Früchte, das wird mega aussehen. Dann muss ich ja das, dann, ja... Dann können wir ein bisschen einen anderen Weg zu den Chilis finden. So, einfach mal einbuddeln. Und das ist ja für umsonst. Na, wir haben kein Geld ausgegeben, wir haben es einfach genommen. Na, wenn ihr in Hurghada seid, ihr kennt den Platz, nehmt euch auch. Und nehmt es nach Deutschland. Dann habt ihr die Geschwister von unseren Pflanzen bei euch in Deutschland. Jetzt wird es eng, jetzt muss ich, ich glaube, da muss er schon ein bisschen Platz lassen, aber egal. Komm. Ich hab noch viele, aber dann mache ich eine zweite Reihe da. Na, hier noch ein bisschen. So. Ja. Sorry, Mäuschen. Nein, nein, ist nicht schlimm. Na, wir hatten auch Kaktusfeige zu Hause. Glaubst du, die Leute haben das, Mausi? Keine Ahnung. Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir in die Kommentare.
Habt ihr solche Kaktusfeige zu Hause? Also ich denke, wir sind nicht die Einzigen. Das ist eine tolle Pflanze. Wir haben sie halt jetzt erst entdeckt. Das heißt, wir haben sie schon lange, aber nicht in dieser Dimension. Ich flippe ja richtig aus jetzt mit dem Gärtnern. Ich habe mich ein bisschen mit den Hühnern zurück, weil ich habe gemerkt, es bringt nichts. Mein ganzes Herzblut in die Hühner und die sterben immer. Aber die Pflanzen, die kann man nachkaufen. Und da bin ich nicht so am Ende, wenn jetzt was nicht funktioniert. Wie wenn ein Huhn stirbt, da hängt man schon dran. Ne, also mit den Pflanzen ist irgendwie ein neues Hobby gekommen. Guck mal da. Ah, das ist ein Stein. Was ist das? Ein roter Stein. Warte mal. Ich habe keine Erde mehr. Keine gute. Moment, ich hol dir Sand. Wir haben davon viel. Ja, ich schütte das nachher noch drauf, Mausi. Lass, bleib hier. Ich sehe nichts. Nicht, dass ich mich wieder stech. Ich habe hinter mir Erde. Die nehme ich so. Weil ich habe die ja mit der Hacke nach hinten gemacht. Ich muss die nur befestigen. So, dass sie mir nicht umfalle. So. Einmal hier, einmal da. Alles wunderbar. Girls Night, Girls Night. Die Mausi ist jetzt müde geworden, die sagt nichts mehr. Ja. Die Mausi hat auch Schnupfen, die ist ein bisschen krank. Ja, dann hören wir auf jetzt. Schütten wir noch Sand drüber, warum auch nicht? Wir haben es ja. Da kann es dann durchsickern. Wüste Sand. Sieht auch schön aus. Da läuft die Sanduhr ab. Hast du Lust, eine Sanduhr zu bauen, Mausi? Bauen? Ja, wir nehmen eine Flasche, schnüren die ab und füllen Sand ein. Dann hast du eine Sanduhr. Ich überlege gerade, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ja, hat mir die Maren gesagt, die Marleen gesagt. Na, früher hast du nichts kaufen können. Die Marleen hat ja schon lange Jahre hier gelebt in Ägypten. Und da konnte man nicht viel kaufen. Da hat sie sich eine Sanduhr selber gebaut. Na, vor 20 Jahren in Ägypten war Sanduhr. Nee. Machst eine Plastikflasche und fertig. Also zwei Plastikflaschen. Weil der Mund von Plastikflaschen, die muss man doch beide zusammenkleben, damit die Sand dorthin geht und dorthin. Also ich verstehe nicht. Eine dünne Plastikflasche, nicht diese Cola, so eine Wasserflasche. Und bindest den Bauch zusammen. Fertig. Damit der ganz dünn wird? Ja, so ist es. Entschuldigung. So. Du hast nicht meinen Popo gefilmt. Müssen wir wieder rausschneiden. Also jetzt, wie viele Viecher haben wir? Jetzt bin ich fertig. Eins, zwei, drei, vier. 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, komm mal her, Mäuschen. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, glaube ich. Also, dann sehen wir uns in 2 Monaten wieder, dann gucken wir mal, was geworden ist von diesen 35. Ne? Schreibt mir in die Kommentare, wie viel von den 35 werden kommen. Ich sage 30. Oh, ganz positiv. Na, Mausi, was sagst du? Dann schauen wir mal, wer recht gehabt hat. Kommt drauf an, wie es morgen aussieht, oder? Nee, einfach jetzt schätzen. Das ist eine Challenge. Wie viel schaffen es von denen? 20, 35. Okay. Also 20 sagst du, oder was? Und 35, ich bin mir nicht sicher. Okay, also, Bismillah, Wasser geben. Das ist jetzt ein bisschen viel, aber dann gebe man kein Wasser mehr. Das war zu viel. Guck mal, den Gärten, die Liebe zum Garten erkennt man beim Gießen. Stellt alles um. So, wo waren das jetzt, der Umflieger? Hier. Nicht Umflieger, kriegst du einen Erdbolle.
als Unterstützung. Guck mal, das Bäuchle da. Da muss schon noch dicker werden. Das ist noch dicker. Okay. Jetzt, glaube ich, Bismillah, macht was. Jetzt können wir rein den Schlafen. Nein, Girls Night beendet. Warten wir erstmal, bis sie wachsen. Jetzt warten wir die ganze Nacht, bis sie wachsen. Was habe ich denn jetzt da? Ja, nee. Überall. Blut, hier, das sind wieder Gartenhände. Okay, machen wir uns sauber und ziehen die Goldringe an. Liebestift und alles gut. So Leute, das war's im Video. Bis die Tage, Mäuselema. Bye, bye. Bye.